Tag 8, 9, 10. So, übliche Intro im Fahrstuhl, wie immer. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Jo. I ain't feeling away. I can't fight for me 70 feet. Made it out with the blood on my face. We done shed every tear we can weep. Watch them wear and they... Wir nehmen euch ein bisschen mit. Ich weiß noch nicht, was passiert, was wir machen. Yo, wir sind da, Mann. Wir sind da. Die ganze Zeit gibt mein scheiß Roller aus. Ich glaube, Akku ist leer oder sowas. Ist das an? Der andere. Hast du der andere? Perfekt. Wie nennt man das hier? Walk of Fame. Walk of Fame. Oh, wo? Hier, Bob Marley, Mann. Mein Bruder, Alter. Ron hat den Krieg verloren in dem Laden hier. Fat Burger. Wir waren gerade bei Nike. Bei Foot Locker. Wir waren bei Foot Locker. Ich habe mir eine Cargo gekauft. Socken. Was habe ich mir noch gekauft? Unterhosen? Ah, nee. Gab's nicht. Was noch? Was habe ich mir gekauft? Eine kurze Hose. Cargo, kurze Hose und Socken. Wir gehen jetzt weiter zu In-N-Out Burger. Dann. Picture? Oh, no. Oh, gut. Wir sind jetzt bei In-N-Out Burger. Also, man merkt schon, der Laden full. Geisteskrank. Ich habe hohe Erwartungen. Aber ihr Kenner wäre trotzdem nicht zufrieden. Aufmachung! Findet keinen Parkplatz. Da fängt's an. Guck mal. Ich hab die verschüttet. Ja? Wenn es um die Aufmachung geht. Gut präsentiert. Die Pommes. Schmeckt sehr gut. Essen war Baba, ehrlich. Der Laden hier ist es. Der Laden ist echt In-N-Out. Auch so full gewesen. Wahrscheinlich bekannt hier. Von mir gibt es bis jetzt die beste Fastfood-Bewertung. Von mir gibt es nur 9. Ganz klares Ding. Wenn nicht sogar 9,5. Ray ist nah dran. Nein, ist er nicht. Ray ist aber cool gewesen. In-N-Out und danach kommt Five Guys. Mach mal schneller, ich muss scheißen, Mann. Hey, yo. Ich muss kacken, Mann. Ach, das. Keine Ahnung, wo er uns rausgelassen hat. Ich glaube, die Jungs wollen Tennis spielen oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind und ob das richtig ist. Er heißt Wayne. Wayne? Wayne wohnt hier. Bruce Wayne. Sidney hat irgendwas gedrückt. Ich habe angerufen. Ich dachte, es wäre eine Klingel. Das hört doch nicht auf, ne? Hallo? Wayne, wir sind's. Sidney. Ja, ja. Sing, you know. Know what I'm saying? Dann pfeif mal, damit die uns hören. Mann, das muss ich lachen. Das kann ich nicht. Ja, mach. Boah, war richtig laut, ne? Kein Ding. Das haben die jetzt gehört, Alter. Oh Mann, ich will doch einfach nur rein, Mann. Lass mich einfach nur rein, Mann. Hilfe, Junge. Wo sind wir? Wir spielen Basketball, wir beiden. Den Korb, die spielen Tennis. Übel fette Villa. Das ist geisteskrank. 20 Millionen Villa oder sowas, aber voll entspannt. Oh, nice. Alle warten auf den Ausschlag. Holy shit. Junge, es ist so krank. Schürre. Ist ein Traum. Ja? Ja. Wir gehen jetzt essen. Was ist das für ein Laden überhaupt? Fat Burger. Der XXL Fat Burger. Das ist der XXXXXXL Fat Burger. Hast du den XXL Fat Burger genommen? Aber die Schlacht musst du eigentlich nochmal gewinnen. Da musst du eigentlich nochmal bestellen. Ich glaube, ich sollte nochmal kurz die Schlacht. Wir haben noch einen Hotdog. Ja. Liegt er da immer noch? Ja, natürlich. Na. Was war? Hey, Pepa hat doch gesagt, er frisst ihn am nächsten Morgen. Ich hab Ron gefragt, er wollte nicht. Ron, wie war die Schlacht heute? Bei der Allergeilste. Ich muss sagen, heute ging es echt gut. Ja? Ja, im Prinzip habe ich echt alles aufgegessen. Aber im Prinzip könnte man ja im Prinzip sagen, dass der Fettburger noch mehr war. Im Prinzip könnte ich schon prinzipiell behaupten, dass der XXXXL Fettburger schon doch ein bisschen mehr Wucht hatte. Aber im Prinzip spricht nichts dagegen, ihn noch mal zu bekämpfen. Prinzipialität. We got maybe like a wine or something like this for you. Yeah. Or you just want to start with the water, first of all. Yeah, water. Oh yeah, okay, all right. Yeah. I'm gonna write it down. Es gibt zweimal diese Burger. Can I do something else for you, sir? No. Okay, we got cigars in our segment. If you want a cigar, I recommend you to smoke it all on your lunge. Okay? This is perfect. Yeah. So, if you just want anything else, please don't let me know. Wirklich stabile Cola. Die Coke ist es. Wir sind wieder im Fahrstuhl. Das heißt, welcher Tag? 10, 11, 12. Irgendwie sowas. Ja. So, wo gehen wir hin? Frühstücken mit den anderen. Zu Earth Café. Ja. Earth Cat.
11 Kaffee, Mann. Wir waren am falschen Kaffee, werden jetzt abgeholt von den Jungs. Sonniger Tag heute. Ich dachte, du sagst jetzt, ich bin schuld. Weil eigentlich war ich schuld. Ja. Kam gar nicht. Ja, du bist schuld. Das weiß aber auch schon wie jeder. Das ist doch auch eine Theorie, die wahr sein könnte, weißt du? Das ist ja nicht. Natürlich stimmt das. Das ist ja nicht realitätsfern. Jetzt erzähl mal. Wespen übrigens auch. Was? Wespen übrigens auch. Hast du mal eine Wespe gesehen seit Corona? Ja. Aber was ist denn jetzt die Theorie? Die Leute wollen es wissen. Sag du es doch. Ein Magier verrät nicht seine Tricks oder was? Guck mal. Ein Magier verrät doch auch nicht seine Zaubertricks. Ehrlich, warum sieht das so krass aus? Das sind deine Initialien, mein Lieber. Ist das dein Laden? Ist das dein? RH sind meine Initialien, oder? Wie viel ist denn dein Outfit wert? Fangen wir mal an bei den Schuhen. Hä? Die Schuhe, wie viel kosten die? Weiß ich nicht, war ein Geschenk. Retail, Resale? War ein Geschenk. Perfekt. Hose? Blakala. Wie viel? 80 Euro. Pullover? Ja, ich weiß gerade die Brand nicht, aber der hat glaube ich so einen Huni gekostet. Da hast du noch so eine Tasche, die man so leicht sieht. Die? Wie unangenehm das für Nico ist. Die war ein Geschenk. Und die Uhr? Die Uhr habe ich geklaut. War kein Geschenk? War kein Geschenk. Die Mütze habe ich meiner Mitarbeiterin geklaut. Die Uhr habe ich Pepe geklaut. Die Tasche, muss ich zugeben, habe ich mir hier gekauft. Aber sonst bin ich eigentlich entspannt. Das ist es. Nico. Der Mann hat einfach nur Bären. Er dachte, er hat sich eine Berry Acai Bowl bestellt, also einfach nur Bären drin. Mein Jüte, das ist es, was du wolltest, oder? Das ist, was ich mir erhofft habe. Aber im Prinzip wäre Acai-Joghurt doch schon geil gewesen. Also ich weiß nicht, wo wir sind. Es ist auf jeden Fall, es sieht hochwertiger aus als alles andere, was ich hier in meinem Leben gesehen habe. Also ohne Spaß, ich fühle mich gerade so fehl am Platz hier. Real Talk. Dass ich wirklich, glaube ich, gleich insolvent gehe und nur indem ich im Raum hier drin stehe. Gut, dass du ihr Getränk so gut gegeben hast, ehrlich. Ich bin hilfsbereit. Am Hollywood sein. Hey. Da klettern wir jetzt hoch, oder was? Ey, sorry guys, please no filming here. Ganz entspannter Leg Day. Sydney, wie oft trainierst du im Jahr? Und viel, also ich laufe, ich komme so pro Tag so auf meine 10.000 Schritte und dann reicht's auch. Also das ist mein Training, so laufen. Ach so, okay. Zeig mal dein Handy, deine Schritte dann. Also 8.000, ja, wir waren ja okay, auf dem Urlaub. Machen wir waren ja auch im Urlaub. Machen wir auf dem Monat? Weihnachten und so. Ach so, ja, okay, dann machen wir auf ja. Ui. Hinter den Kulissen bei Instagram-Bildern. So entstehen die Instagram-Bilder. Pascal, als professioneller Kameramann, was sagst du dazu? Ich verstehe den tieferen Sinn nicht, aber alles gut. Hier bei Rohat seht ihr den exklusiven Content aus L.A. Pepe, ehrlich. Da geht's Richtung JVA, Tunnel in GTA. Kannst du ein bisschen näher mit der Kamera in mein Gesicht gehen? Jo. Perfekt. Da ist sie, die Mace-Bank. Jungs, wir brauchen Fallschirme. Hast du einen Fallschirm? Ich hab auf jeden Fall welche. Immer dabei. Wenn man den GTA einen Raub macht, wie ich es oft gemacht habe, bin ich da hochgegangen und mit dem Fallschirm abgehauen, weil die Cops sind in der Bank. Von der Brücke, oder was? Nee, von der Bank. Von dieser Bank, von dem Mace-Bank. Das ist das höchste Gebäude in der Stadt, oder? Aha. Ja? 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 Okay. So sieht's aus. Ich schwör's dir, das ist wie die Brücke zum PD, ne? Ja, Mann, hier. Genau hier. Also wirklich, seine Augen. Bester Mann. Der Mann fragt mich wieder nach einer Wette. Warum ist das hier so breit? Bulls oder Netz? Ich sag Bulls. Hätte ich auch gesagt. Ich krieg das auf der Bulls. Bulls? Und du hast genau dein Trikot wieder. James Harden kannst du wieder reden. Heute darf er mich nicht enttäuschen, aber wir machen eine 500er. Wie viel? 500. Ja. Wir geben jetzt alle einen Guess ab, wie viel es gekostet hat. Der am weitesten entfernt ist, muss zahlen. Die Rechnung war einfach 420. Und Sydney hat genau richtig getippt. 420. Ja, nach Food-Bewertung, was sagst du? 5 von 10. Du? Same. War okay. Ja, war okay, aber auch nicht meins. Was wird das? Ey, ein bisschen zu wenig Wasser, muss ich ehrlicherweise sagen. Habt ihr Alkohol auch? Warum? Für euch, dass ihr später trinken könnt. Ach so, du willst nicht? Nein, ich trinke keinen Alkohol. Weltweit bekannt. Ach so, okay. Habt ihr Alkohol? Under 21 and drinking. And he's looking for gay club. Junge, hallo. Er will es nicht trinken. Oh my god, thank you so much.
Schade, schade, Pascal. Kein how much is your outfit worth? Was geht bei Ihnen? Was die Kasse, ich wärme mich auf. Ey, komm, 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 komm. Nein, bleib mal hier, Pepe, du Knügel. Was geht bei Ihnen für Sinn? Lost World. Oh, was sehe ich da? Oh, Exodia. Oh mein Gott. Alter. Danger Nessie. Prank Kids Bow Wow Park. Scarp Chimera. Das sieht einfach voll cool aus. Oh mein Gott. Komplett alles ohne Wert. Digga, ich sag dir ehrlich, das ist so wie jetzt hättest du Totti gezogen. Oh, den kenne ich noch von früher. Ich weiß nicht, ist die was wert? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, wahrscheinlich. Ist kein Ziegel mehr. Die nächsten. Ui. Ui. Eine schwarze. Oh, was kommt da Goldenes ein? Exodia! Meine Allegra Houston! Es ist halt wirklich Exodia. Was? Stimmt! Gibt doch 5 Seiten. Exodia the Forbidden One. Was? Exodia the Forbidden One! What? What the fuck? Oh my god! The Forbidden One! Oh, nee. What? Oh my god, David, this is so crazy! Oh my god, guys! I just got Exodia the Forbidden One! Oh! Ey, das ist echt krass! Das ist doch die Karte gewesen von dem einen mit den blonden Haaren und der grünen Jacke. Wie hieß der nochmal? Der Freund von Yugi. Randall, genau, der war's. Ey, nee, jetzt war ohne Spaß. Leute, Pascal. Da ist noch eine Karte hinter. Kennst du die Karte noch? Red Ice Black Dragon. Last Package, guys. Let's see what we got. Das ist der letzte schon. Ja, ja. Letzte Booster. Okay. Schmuck. Oh, nee, ne? Ja, man denkt, das ist so. Ui. Das ist meines Artwork. Ja, Digga, die ist zwar nichts wert, aber das Artwork ist schon geil, Digga. Haben sie geil gemacht. Centering gut, centering gut. Ja, das kommt schon fett, Digga. Ja, aber trotzdem Schmutz, Digga. Oh, den nochmal gezogen, ja, dann ist er ja doch nicht selten. Scheiß drauf, Digga. Ja, scheiß drauf, Digga. Das letzte Mal, dass ich die Karten gekauft habe. 20 vor. Wichtig. Weil diesmal, du hast sogar noch Xing Shai Chong verloren. Du hättest easy Netz nehmen können. Und bis jetzt habe ich immer recht gehabt, wenn ich dich einfach aussuchen lassen habe. Ich lass es jetzt einfach so, nur noch so, dass du auswählst. Ich habe nur Bulls genommen wegen Heim. Da merkt man aber, sag ich dir ehrlich, da merkt man, wie diese Season, wie unberechenbar die ist. Ich hol mir das Geld, Mann. Ich hol mir einen Cheeseburger damit, Mann. Ich führe trotzdem noch. Stimmt, mit 500. Kai mit 9 Punkten, Digga, und die führen mit 20. Was ist das denn? Ey, das ist wirklich nur so eine Kombination. Ja, aber ich kenne sie halt nicht. Schau dir das genau an. Du hingst da gerade 2 Minuten nur dran, ne? Du hast es kaputt gemacht. Mann! Warte. Okay, jetzt habe ich was Gutes. Nein! Nein! Er ist zurück. Er ist wieder zurück im Spiel. Mann, Digga, was muss ich machen? Machen, ne? Was muss ich machen, ne? Ich will es ohne Videos schaffen, den Ding zu lösen. Nee, ich bin wieder an der Stelle, wo ich da gerade eben war. Überall ist die gleiche Kombination. Ich sag dir, das ist so eine Kombination und das Ding ist drin. Das ist so dieser Signature bei WWE. Wir suchen uns jetzt einen Roller und dann geht's wieder aus. Wie jeden Tag zu Ron und Nico. Auf einen entspannten Abend. Auf einen entspannten Abend. Jetzt haben wir eine sehr schwierige Diskussion. Und zwar, wenn jemand mit einer Glock kommen würde, Sydney bedrohen würde, was würdest du machen? Ja, nimm. Aber darf ich bitte unsere Reisepässe behalten? Und der sagt dann auch freundlich und nett, deine Reisepässe kannst du behalten. Alles schön und gut. Ich zieh dann einfach weiter mit der Tasche. Ja. Das wird genauso ablaufen. Ich hoffe es. Ja, cool. Oder nicht? Ja, okay, dann nimm die Reisepässe auf, dann kommst du auch nicht nach Hause, ist halt dumm. Ja. Ja? Dann fahren wir lieber nochmal hier. Das ja. Aber wenn er jetzt am Ende sagen würde, guck mal, du musst Arsch geben. Dafür für die Reisepässe. Dann hat er noch 2 Reisepässe mehr. Dann bleib ich halt hier. Ich glaube, das ist die längste rote Ampel der Welt. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie nevermind. Beste Ampel aller Zeiten. Mein Bauch spielt verrückt. Bodenlos. Wie süß. Oh, nur 53 Gramm Zucker. Und die sagen, Kofferraum auf, zu dies, zu das. So läuft das nicht. Komm! Schön, dass du jetzt nicht Miami Vice.